Also ich mag in Pokémon Go zum Beispiel, dass man halt, also ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt, ich habe jetzt ein paar Pokémon gefangen. Diskret kann ich nur sagen, ich mag Pokémon Go, weil es irgendwie lustig ist, die ganzen Pokémon zu fangen. Und weil es ein bisschen unlogisch ist, nur weil es halt ein bisschen. Also ich habe ein Pokémon-Spiel auch gespielt und dann hatte ich Lust, Pokémon Go auszuprobieren. Und das ist ganz lustig. Ja, also ich habe schon Pokémon Go, genau, ich habe schon Pokémon auf dem Game Boy gespielt und deswegen, ich finde das einfach toll, dass man auch dann auf die Straße gehen kann, sodass Leute, die eigentlich immer nur drin sitzen und vielleicht vor der PlayStation hocken, auch mal draußen rumlaufen. Und ja, ich habe auch schon ein bisschen Pokémon gefangen und bin jetzt auch seit gestern auf Level 5, das heißt, ich bin jetzt in Team Gelb. Ja. Also, Pokémon Go ist halt auch noch so, dass man zum Beispiel Leute, die jetzt die ganze Zeit vor der PlayStation zocken, wie er zum Beispiel schon sagt, dass die dann halt 10 Kilometer laufen, um ihr Ei auszubrüten. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich lustig. Ich spiele Pokémon Go, weil ich früher immer sehr gerne Pokémon geschaut habe und ich finde es einfach klasse, dass man halt Pokémons jetzt auch in Real Life halt irgendwo fangen kann. Ich merke am Pokémon Go, dass man dann halt nicht nur im Bett sitzt, sondern auch rausgehen kann. Und dass man es halt auch muss. Oder dass die Pokémon halt auch in bestimmten Gebieten sind. Ich mag Pokémon Go, weil man da rausgehen kann. Man kann, wenn die Eltern einen rausschicken, sag ich mal, weiter spielen. Aber man wird halt durch die Eier oder so, die man dann ausbrütet, indem man halt läuft, angespornt rauszugehen. Ich mag Pokémon Go, weil man da rausgehen muss und nicht die ganze Zeit nur einfach drin stehen oder sitzen oder liegen muss und ja, dadurch auch die Welt sieht. Also ich mag an Pokémon Go, dass man dadurch fast wie so eine kleine Schnitzeljagd macht und draußen ist. Und ich finde es immer schön, wenn man dann auch neue Orte entdeckt und einfach an der frischen Luft mal wieder ist.